Bam. Nein, sie macht es schon wieder. Sie macht es schon wieder. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Hab ich sie geownt? Wie geil hab ich sie geownt? Ich hab sie voll fett geownt. Ich hab sie geownt. Ich hab sie geownt. Ich hab sie geownt. Ich bin der Beste. たちを超えるのか。次に会う時は海賊の高みだ。海賊が夢の目を見る時代が終わるって。ええおい。ぜははははは。人の夢は終わらねえ。 渋滞のもの熱に浮かされ漢字を取るのさ誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない個人的な嵐は誰かの One Piece! Grand Battle! 3! Hi Leute, ja, wie ihr es wahrscheinlich schon lesen oder gesehen habt, werden wir mal ein anderes Spiel jetzt playen, was nicht so üblich von mir ist. Nein, das überschrieben wir jetzt. Und zwar spielen wir One Piece Grand Battle 3. Viele von euch haben wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass es von One Piece überhaupt Games gibt. Ich habe mir mal was Besonderes für euch einverlassen, und zwar werden wir das Spiel völlig auf Japanisch spielen. So wie es sich gehört natürlich, weil das Spiel kam ja auch, glaube ich, in Japan raus zuerst. Und deswegen spielen wir es einfach mal original. Wir drücken einmal kurz auf Start. So. Ja, so sieht das ganze Spiel aus. Das werden wir jetzt hier zocken. Es laggt gerade ein bisschen. Okay. Geht's wieder? Jo. Auf jeden Fall, wir spielen One Piece Grand Battle 3. Das Spiel ist jetzt noch nicht so alt, aber auch noch nicht so neu. Es ist ein Mittelding. Also es gibt schon Teil 1, also das ist der dritte Teil von Grand Battle. Wie ihr sehen könnt, es ist völlig auf Japanisch. Ich kann mich nur an den paar Symbolen orientieren oder was, da weiß ich. Ich denke mal, die Story ist jetzt hier nicht so wichtig vom Spiel, weil die meisten Leute, die wahrscheinlich schon den Film von euch kennen werden, ist das für euch einfach, also denke ich mal, ein Kinderklacks für die anderen Leute. Es ist dann nicht so schlimm, ich meine, so viel sprechen die da auch nicht und sowas, und naja, das soll jetzt auch eher nur so ein Gameplay-Let's Play sein, was gar nicht jetzt so doll auf die Story bei mir ankommen soll. Wenn euch das Let's Play jetzt nicht gefällt, weil es auf Japanisch ist, dann schaut es einfach nicht oder schaut doch einfach mal bei irgendjemand anders vorbei, der es vielleicht Let's Play auf Deutsch. Ja, das nur mal so dazu. Und ja, wir haben ein paar verschiedene schöne Symbole, und ich würde einfach mal sagen, das müsste der Story-Modus sein, und deswegen finden wir ihn jetzt einfach mal aus. So. Da war auch schon Ruffy! So. Was haben wir denn hier? Verschiedene Quests oder so, verschiedene Missionen kann man sagen. Oder können wir da Charaktere auswählen? Ich denke eher mal Charaktere, ne?
Mit wem wollen wir denn spielen? Ich würde sagen, wir spielen mit Liz. Nein, mit Zorro. Ich kenne One Piece jetzt nicht richtig gut, also ultra gut. Also ich, von früher kenne ich es noch. Die ganzen Namen kenne ich halbwegs noch so, aber die neueren nicht mehr so. Und die Story kenne ich auch so halbwegs. Und ich würde einfach mal sagen, wir drücken jetzt A. Was ist das? Weiß ich nicht. Das ist das der einzige Nachteil jetzt, dass ich ihn auf Japanisch jetzt playe. Ich habe keine Ahnung, was ich da drücke, genau. Okay. So ist das Spiel. Ich denke mal, wir müssen mit jedem Charakter andere besiegen. Und es ist ein kleines Battlespiel. Deswegen, so richtig auf die Story kommt es auch nicht drauf an. Jetzt, hier steht nur was ein bisschen geschrieben. Aber das drücken wir jetzt auch einfach mal weg. Der erste Gegner, gegen den wir kämpfen müssen oder werden, ist Chopper. Und ich bin mal gespannt, wie man kämpft, weil ich habe keine Ahnung. Okay, so lenken wir, so bewegen wir uns. Schicker Kampf. Da schlagen wir, okay, alles klar. Was machen wir hier? Oh je, oh je. Oh oh. Dann machen wir eine Spezialattacke, alles klar. Oh oh. Okay, 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 okay. Nein, geh weg. Alter, scheiße! Ich muss ihn ownen! Jetzt wirft er mich mit einer Kiste ab. Ich fasse es nicht. So, komm her, sterbe. Haja! Ha, ja! Du kleines Pisser! Wer schwebt da oben rum? Also ich finde, das Spiel ist eigentlich schon mal ziemlich cool. Gerade die kleinen Anime-Figuren hier. So, ein bisschen Essen können wir hier einsammeln. Gibt es hier in den Levels. Es gibt verschiedene Levels. Verschiedene Kampftricks. Wo ich leider nicht alle, ja. Keine Ahnung, weiß, wie genau man... Da blockt man, okay? Alles klar. Was macht man hier? Roffel, hä? Wieso macht er seine Cappy runter? Seine Sonnenbrille. Jetzt schießt mich ein Schwein ab, Leute. Mich hat ein Schwein abgeschossen. Wir haben ihn fast, wir haben ihn fast. Bam, 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 bam. Oh, 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 Schneeball. So, wir müssen ihn kriegen. Ich glaube, man kann man nur auf A und B was schlagen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt noch viel mehr Möglichkeiten. Man kann auch Spezialattacken machen. So, komm her. Nein, nein. Oh, lass mich in Ruhe. Du Drecksack. Haja. Oh, oh. Nein, nein, nein. Geh weg. Ja, wir haben ihn... Ja, wir haben es verhindert, dass er mich verkloppt. Ein bisschen Essen. Okay. Okay, okay, okay. Ich kann eine Geheimattacke machen. Ich blitze, ich blitze, ich blitze. Ich blitze, ich drücke einfach irgendwas. Lol. Ich habe ihn geownt. Yeah. Nice. Cooles Spiel. Es laggt ab und zu ein bisschen, denn ich spiele es auf Emulator, also nicht auf einer Konsole, auf PC. Und ja, also entschuldigt es, falls es ab und zu laggen sollte. Nimmt es mir nicht zu übel, ja? Okay. Nächster Feind. Das wäre, wie heißt die nochmal? Ich weiß es leider nicht mehr auswendig. Die hat irgendeinen kurzen Namen. Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Oh, sexy. Also wir werden das zuerst so ein bisschen mit Zorro durchspielen. Und ich habe es ja hier gesagt, auch im Let's Play. So einen richtigen Story hat das nicht. Es wird halt immer ein bisschen was angezeigt, ja. Ah, auf A und B kann man verschiedene Kombos machen, wenn man A drückt und dann B oder so. Also wie ihr sehen könnt, die labern halt ein bisschen und dann wird einfach nur gekämpft hier. Was ist das, was ist das, was ist das? Nein, 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 nein. Nein, nein. Boah, ich leuchte. Ich leuchte. Bam, bam. Bam, 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 bam. Da unten steht wer rum. Chopper steht da drin rum. Ah, du kleines, doofes Gör. Die schmeißt mich mit Kisten ab. Hey, hey, hey. Hände! Ah, nee, die kann das ja, ne? So. Okay, nein, nein. Yeah. Ha. Nimm das. Steh auf. Du faul... Ah! Nein, geh weg mit dir. Haja!
Bam, 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 bam. Oh, oh. Bam. Okay. Mehr Fähigkeiten weiß ich bis jetzt noch nicht. Ich weiß, es ist ein bisschen nuberig und schlecht. Ja, aber... Ach, hier springt man. Okay. Kann man sonst noch was machen? Also ich habe die Steuerung ein bisschen scheiß eingestellt. Sagen wir es mal so. Hey. Bam, bam. Okay, man kann auch in der Luft schlagen. Nein, 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 nein. Du tötest mich nicht. Du elendes Biest. Bam. Oh, in der Luft geschlagen und... Oh, oh, ja, 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 nein, nein, oh, oh, oh. Ah, ich drück mal nur Start, okay. Nein, geh weg, geh weg, 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 weg mit dir. Sollen wir mal wieder ein paar Kisten... Oh, ein Stück Fleisch. Das ist wirklich cool. Das ist auch bei den Vorgängern alles so gewesen. Lass mich verarschen. Nein, sie macht so eine Fähigkeit. Oh, oh, jetzt bin ich gearscht, Mann. Jeder kann so eine Fähigkeit und die haut ordentlich Schaden rein. Nein. Und wie viel Leben verliere ich? Autsch. Bitte nicht. Okay. Bin ich tot? Willst du mich verarschen, ne? Da kann ich dir nur einen Mittelfinger zeigen. Das geht doch nicht so einfach. Was erlaubt die sich? Na klar, machen wir continue. Oh, wir haben nur 5 Leben. Und wir haben 5 Versuche, die zu besiegen. Na dann mal ordentliche reinhauen und so, ne? Ordentlichen Gulüstrumpf. Was ist das? Warum? Warum ist das hier? Ach, das ist eine Falle. Wo war das nochmal? Wo war der Knopf, wo man... Wo ich schlagen konnte? Da konnte ich springen? Da war das, auf C. Bam, 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 bam. Nein, ich hasse ihre Finger, ich hasse ihre Finger. Ich hasse deine Finger, du Bitch! Das ist wieder der Fettsack. Okay, das kann ich auch, das kann ich auch. Bam. Oh, geil. Nein, 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 nein! Oh. Nimm das, du. Kleine Ulle. Trude, du. Yeah! Bam! Langsam komme ich rein in die ganze Scheiße. Man gewöhnt sich an die Steuerung, Leute. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, weg, weg mit dir, du Ulle. Yeah, sauber. Okay, okay. Bam. Nein, sie macht es schon wieder. Sie macht es schon wieder. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Hab ich sie geownt? Wie geil hab ich sie geownt? Ich hab sie voll fett geownt. Ich hab sie geownt. Ich hab sie geownt. Ich hab sie geownt. Ich bin der Beste. Win! Mann, bin ich gut. Aber wie ich die fertig gedisst hab, ne? Richtig episch und cool. Ich würde sagen, einen machen wir noch. Und dann ist der erste Part auch erstmal rum. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play dann so. Denn, ja. Ich finde, es ist mal was anderes. Ich werde...